Genau, meine Lieben, lasst Wurzeln in den Boden wachsen. Ich stelle die Karte mal hierher. Dies ist der zweite Teil für euch, meine lieben Krebsgeborenen. So. Und jetzt schaue ich mal für euch mit den Karten der wertschätzenden Kommunikation. Was darf sich denn da zeigen? Was dürft ihr denn vielleicht wissen, was hilfreich sein könnte im Bereich der achtsamen und wertschätzenden Kommunikation? Gerade wenn es um den Bereich des Ruhmes geht, kann das natürlich einem helfen, den Ruhm zu sichern und auch überhaupt wahrgenommen zu werden. Denn wir sind ja auch froh, wenn wir achtsam und wertschätzend behandelt werden von anderen. Jetzt schaue ich mal, jetzt ziehe ich eine Karte für euch, meine lieben Krebsgeborenen. Schauen wir mal. Zuhören ist eine Kunst. Ja, da kann ich also, das kann ich nur unterschreiben. Man spricht auch von der Kunst des Zuhörens. Ja, Zuhören ist eine Kunst und ich lese euch mal vor, worum es geht. Bin ich wirklich bereit zuzuhören? Habe ich ausreichend Zeit für ein Gespräch? Sind das Handy, der Fernseher und ähnliche Ablenkungen ausgeschaltet? Bin ich mit dem Herzen dabei oder warte ich ungeduldig darauf, selbst zu Wort zu kommen? Bin ich bereit, eine andere Meinung zu hören? Bin ich bereit, Kritik zu hören, ohne Abwehr, Kritik oder Ungeduld zu äußern? Zuhören bedeutet Zuwendung und Hingabe, sei bereit. Ja. Und zuhören, sage ich auch immer, das weiß ich aus dem Arbeitskreis Psychotherapie und Psychosomatik, zuhören ist lieben. Eine wunderschöne Botschaft hier für uns Krebsgeborene. Wunderbar. Ja, und dann ziehe ich noch eine Botschaft aus den Seelenbotschaften für euch, meine lieben Krebsgeborenen. Schauen wir mal. Ui, da hat sich schon eine umgedreht. Ui, das ging schnell. Lebe deinen Traum. Wow, wunderbar. Schaut mal. Lebt euren Traum, meine lieben Krebsgeborenen. Wow. Beginne wieder zu träumen. Und mache deine Träume wahr. Beginne wieder zu träumen und mache deine Träume wahr. Meine lieben Krebsgeborenen, was waren denn eure tiefsten, innersten Kindheitsträume? Das ist immer sehr, sehr hilfreich, sich daran zu erinnern, was man sich als Kind gewünscht hat, ja, vom Herzen her. Dann bitte erinnert euch daran und verfolgt diese Träume, ja? Das kann ich euch nur empfehlen, meine Lieben, ja? Okay, also stellen wir diese wunderschöne Karte zum König der Münzen dazu. So. Ja, jetzt hoffe ich, dass ihr wieder etwas für euch mitnehmen konntet und ich freue mich natürlich über einen Daumen hoch, über ein Abo, das ihr mir eventuell da lasst. Das wäre ganz, ganz toll und natürlich auch Kommentare und Bildchen, Smileys. Und ja, schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal und macht's gut. Servus.